Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Stream-Beitrag. Jetzt widmen wir uns dem Thema, was ist eigentlich ein Agile Coach? Oder besser gesagt, was sollte der denn können? Etwas eine, ja, ich sag mal, eine Berufsform, die in der immer mehr Nachfrage hat, die wir in immer mehr Organisationen wiederfinden, wo immer mehr Organisationen danach fragen. Und wir haben eine klare Vorstellung davon, wie denn, was denn ein Agile Coach können sollte und was man denn tun müsste, um wirklich als Agile Coach auch effektiv arbeiten zu können. Dafür habe ich meine Lead-Trainerin für die agilen Themen, die Katja Bilsing, gebeten, das mal für sie zusammenzustellen. Aus terminlichen Gründen mussten wir diesen Vortrag leider vorher aufzeichnen. Das war kein Problem. Ich spiele Ihnen jetzt einfach die Aufzeichnung ab, bleibe aber live bei Ihnen. Das heißt also, wenn Sie noch Fragen, wenn Sie Fragen haben dazu, tippen Sie die bitte ruhig in das Chat-Tool hinein, dieses Kontrollpanel bei den Fragen. Und ich werde dann am Ende versuchen, die Fragen zu beantworten. Und falls Sie so speziell werden, dass es dann nicht mehr geht, gebe ich sie an Katja weiter, sodass Sie auf jeden Fall im Nachgang Ihre Fragen dann auch noch per Mail beantwortet bekommen. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß. Lasst es jetzt ablaufen und damit den Spezialisten, nämlich die Katja Bilding, zu Wort kommen. Ich bin Trainerin und Consultant bei der Serviu GmbH und beschäftige mich überwiegend mit agilen Thematiken und deswegen auch dieser Vortrag zum Thema Agile Coach, der Weg zum Agile Coach. Also wie kann ich überhaupt Agile Coach werden? Und bevor wir uns den Weg ein bisschen genauer anschauen, sollten wir uns zunächst einmal anschauen, was überhaupt ein Agile Coach ist. Deswegen auch der erste Agenda-Punkt. Was ist eigentlich ein Agile Coach? Was für Aufgaben hat ein Agile Coach? Was macht ein Agile Coach? Welche Kompetenzen müsste ein Agile Coach mitbringen? Und ja, grundsätzlich, wie handelt ein Agile Coach denn eigentlich auch? Und wenn wir da jetzt mal ein gemeinsames Verständnis geschafft haben, dann können wir uns natürlich auch die Reise eines Agile Coaches anschauen. Also wie werde ich denn eigentlich Agile Coach? Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Weil es jetzt nicht den einen Weg geht, um Agile Coach zu werden, sondern es gibt viele verschiedene und ich würde mich da gerne auf den Weg fokussieren, den wir für uns bei der Serviu ausgewählt haben, weil wir da der Meinung sind, dass das ein sehr, sehr geeigneter Weg ist, um der Agile Coach oder um ein Agile Coach zu werden. Der erste Step wäre zunächst einmal, dass man sich mit einem agilen Framework auseinandersetzt. Und ein sehr, sehr geeignetes Framework dafür ist zum Beispiel Scrum. Weil Scrum das agile Framework schlechthin ist, natürlich nicht das einzige, aber es deckt sehr, sehr, sehr viele allgemeine agile Prinzipien, das Mindset, Komponenten etc. ab. Und deswegen haben wir uns hierfür als erstes Modul entschieden, dass man sich näher mit der Rolle des Scrum Masters vor allem auseinandersetzt. Aber auch, um die Rolle des Scrum Masters abgrenzen zu können, betrachten wir auch hier die Rolle des Product Owners. Das heißt, das wäre so gesehen ein Kompakttraining zum Framework Scrum. Wenn man dann dieses Basiswissen aufgebaut hat, kann man weitermachen mit dem Modul 1. Entweder kann man direkt weitermachen oder man sammelt natürlich erstmal noch ein bisschen Erfahrung und kann dann sich mit der Rolle des Scrum Master 2 näher beschäftigen. Das heißt, die Rolle an sich ändert sich natürlich nicht. Man betrachtet die Rolle aber nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Das heißt, ich schaue eher auf das Zwischenmenschliche zwischen dem Scrum Master und seinem Team. Und wenn man diesen Teil dann hinter sich hat, dann kann man mit Modul 3 starten. Auch hier vorher natürlich gerne wieder ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Das schadet natürlich nie. Und dann eben im Modul 3 sich genauer mit der Rolle oder der Funktion des Agile Coaches zu beschäftigen, um eben auch ganz genau zu verstehen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Scrum Master, zwischen einem Agile Coach, was grenzen die Rollen ab, was macht ein Agile Coach denn vielleicht anders als ein Scrum Master? Und das schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Während des Vortrags haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das heißt einfach die Chat-Funktion nutzen und die Fragen werden Ihnen dann ja auch am Ende des Vortrags dann nochmal beantwortet, beziehungsweise gegebenenfalls ja dann auch nochmal per E-Mail von mir beantwortet. Starten wir also. Was ist ein Agile Coach? Dazu würde ich gerne einmal kurz ein paar Items einblenden lassen, bevor ich losrede, und zwar diese hier. Das hier könnt ihr euch vorstellen, das ist die Organisation, das ist ein Unternehmen. Ja, das ist ein Unternehmen mit verschiedensten Teams. Hier haben wir zum Beispiel ein Scrum-Team, hier haben wir noch ein Scrum-Team, hier haben wir Teams, die vielleicht agil arbeiten, aber nicht unbedingt nach Scrum oder vielleicht auch gar nicht agil arbeiten. Das ist erstmal egal.
Wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Teams und wir haben hier natürlich auch noch Manager. Das heißt, das Management ist natürlich auch dabei. Das heißt, wir haben hier wirklich alles. Das gesamte Unternehmen vom Top-Level bis zum mittleren Management, bis zum unteren Management so gesehen. Und wie agiert jetzt der Agile Coach mit diesen verschiedenen Ebenen, mit diesen verschiedenen Personenkreisen? Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass wir das Ganze so ein bisschen abgrenzen müssen. Das heißt, der Agile Coach, der steht so ein bisschen außen vor. Das heißt, den sehen wir hier. Denn ein Agile Coach ist eine Person der Organisation, also zum Beispiel Unternehmen, dabei unterstützt, selbstlernend und vor allem auch anpassungsfähig zu werden. Und deswegen muss der Agile Coach eher neutral und eher objektiv sein. Also der muss so gesehen von außen auf das Geschehen draufschauen. Der darf nicht aktiv Teil des Geschehens sein, ansonsten wird es sehr, sehr schwierig, objektiv und neutral zu sein. Weil wenn ihr euch vorstellt, der Agile Coach ist jetzt vielleicht jemand, einer aus diesem Team hier, dann versucht der Agile Coach natürlich vielleicht erstmal so zu handeln, dass es seinem Team erstmal gut geht, was ja auch verständlich ist. Das macht ein Scrum Master zum Beispiel ja auch, dass der Scrum Master schaut, okay, was kann ich tun, damit es meinem Team gut geht? Wie muss ich jetzt agieren, damit es meinem Team gut geht, damit mein Team vorankommt? Und deswegen ist es so wichtig, dass der Agile Coach außenstehend ist. Außenstehend heißt nicht unbedingt, dass es ein Unternehmensexterner sein muss, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass es jemand aus dem Unternehmen selbst ist. Dabei eben dann, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man diese Rolle separiert von seiner eigentlichen Tätigkeit im Unternehmen. Und dass es auch klar und deutlich kommuniziert wird, dass der Agile Coach wirklich jemand ist, der nicht Teil des aktiven Geschehens, wie zum Beispiel einer agilen Transformation ist. Das ist nämlich zum Beispiel ein Hauptaspekt auch des Agile Coaches, agile Transformationsprozesse zu begleiten, sondern wirklich klar und deutlich zu machen, dass er außen vor steht und das Ganze wirklich von außen betrachtet und eine weitere Sicht drauf hat. Um dann natürlich bestmöglichst jeder Ebene und jedem Team auch fair natürlich zu unterstützen und nicht irgendwie ein Team oder eine Ebene zu bevorzugen. So, das heißt, ein wichtiger Punkt, wie ein Agile Coach handeln sollte, um es nochmal zu wiederholen, weil das mit der wichtigste Punkt unter anderem ist, der Agile Coach handelt immer neutral und objektiv. Also der Agile Coach ist neutral und objektiv zum Geschehen und das ist eben auch ein entscheidender Unterschied zum Beispiel zu einem Agile Leader oder zum Scrum Master. Ein Agile Leader ist eine agile Führungskraft und diese agile Führungskraft hat natürlich auch ein Team, welches sie führt. Und da ist sie natürlich auch sehr subjektiv für das Team eingestellt. Genauso wie ein Scrum Master, hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Ein Scrum Master, der schaut natürlich, wie geht es mit meinem Team? Was kann ich tun, damit es meinem Team gut geht? Was kann ich tun? Wie kann ich mein Team unterstützen, dass es so einfach und effizient und produktiv wie möglich arbeiten kann? Und das ist eben, wie gesagt, der Unterschied zum Agile Coach, dass ich als Agile Coach wirklich neutral und objektiv sein muss, weil ich natürlich auch mehrere Teams betrachte, beziehungsweise das gesamte Unternehmen betrachte. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass der Agile Coach auch transparent ist. Transparent im Sinne von, dass er offenlegt, was er in diesem Unternehmen macht. Also, dass transparent kommuniziert wird, was ist meine Rolle hier als Agile Coach, warum bin ich hier, warum bin ich jetzt vielleicht auch der Agile Coach, wenn ich ein interner Mitarbeiter, Mitarbeitende bin. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch jeder versteht, okay, was ist denn jetzt eigentlich deine Position hier, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Und natürlich auch grundsätzlich in seinem Handeln transparent zu sein, also nicht bestimmte Dinge oder sagen wir mal bestimmte Ideen, bestimmte Pläne für sich zu behalten, sondern wirklich transparent damit umzugehen und auch ruhig transparent zu kommunizieren, was sind denn eigentlich so die nächsten Steps, aber auch was könnte passieren, also was könnte Positives passieren, was könnte auch Negatives passieren. Und da wirklich transparent zu bleiben, um natürlich auch Vertrauen zu schaffen. Ein weiterer Punkt, Offenheit. Offenheit kann man hier so ein bisschen gleichstellen, vielleicht mit der Transparenz, natürlich offen zu sein, also ehrlich zu sein vor allem auch, aber auch offen zu sein für die Situation. Also nicht eingeschränkt zu sein in seinem Doing, in seinem Handeln und mit Scheuklappen, sage ich jetzt mal, durch die Organisation, durch die Transformation zu laufen, sondern auch offen sein für Ideen, die vielleicht von verschiedenen Ebenen kommen, von verschiedenen Unternehmensorganisationsmitgliedern, und auch diese Ideen wirklich wahrnehmen und auch sich Gedanken darüber zu machen. Lernbereit.
ist natürlich auch ein Punkt. Der geht auch so ein bisschen einher mit dem Punkt Offenheit. Ein Agile Coach, nur weil er Agile Coach ist und vielleicht schon viel Erfahrung hat mit verschiedensten Frameworks, jetzt nicht nur Scrum, sondern verschiedensten agilen Frameworks, agilen Techniken, agilen Methoden. Also ein Agile Coach sollte einen sehr, sehr, sehr großen, vollen Methodenkoffer immer wieder dabei haben. Und dieser Methodenkoffer sollte natürlich kontinuierlich gepackt werden, weil wir können immer mehr dazu lernen. Wir können immer wieder neue Techniken lernen. Wir können auch neue Methoden lernen, neue Frameworks mal aneignen, vielleicht auch hier und da mal was anpassen. Das heißt, ein Agile Coach sollte sich auch bewusst sein, dass ja, lebenslanges Lernen auch im Vordergrund steht. Auch ein Agile Coach kann weitere Dinge lernen und deswegen auch durch andere natürlich, wenn vielleicht jemand aus der Organisation mit einer ganz neuen Idee um die Ecke kommt, die mir als Agile Coach vielleicht sogar auch noch gar nicht bewusst war, dann natürlich auch offen für zu sein und auch lernbereit, sich das anzueignen und dann eben auch mal in der Organisation anzuwenden. Damit einhergehend auch, also die ganzen Werte hängen jetzt ein bisschen miteinander zusammen, Anpassungsfähigkeit. Ich als Agile Coach muss unbedingt anpassungsfähig sein. Ich komme möglicherweise, wenn ich jetzt ein externer Agile Coach bin und nicht an ein Unternehmen gebunden bin, komme ich vielleicht in verschiedene Organisationen, in verschiedene Unternehmen rein, die natürlich unterschiedliche Ansätze haben, unterschiedliche Mitarbeitende haben. Und da muss ich natürlich schauen, dass ich immer verschiedenste Strategien auch anwenden muss. Ich kann nicht immer bei jedem Unternehmen oder bei jeder Organisation, die einen agilen Transformationsprozess zum Beispiel durchlebt, kann ich nicht immer gleich vorgehen. Und meinen 0815 Standardkoffer auspacken und sagen, so das und das machen wir jetzt. Das funktioniert bei jedem, das funktioniert nicht. Sondern ich muss natürlich schauen, in was für einer Umgebung befinde ich mich denn jetzt eigentlich? Wie weit ist die gesamte Organisation eigentlich schon bezüglich agiler Methoden, agiler Vorgehensweisen? Und wie muss ich hier unterstützen? Und das nicht nur betrachtet auf das gesamte Unternehmen, sondern ich habe ja die verschiedenen Ebenen. Und meistens ist es natürlich so, gerade bei einer agilen Transformation, dass häufig das höhere Management schon mal einen Schritt weiter ist in der, ja, sage ich mal, in dem Reifegrad, in der Anerkennung, dass sich was ändern muss. Und Mitarbeitende auf der, ja, unteren, in Anführungszeichen, Ebene, dass die vielleicht noch nicht so weit sind bezüglich des Reifegrads, also vielleicht noch gar nicht wirklich verstehen, warum müssen wir denn jetzt eigentlich alles verändern, warum müssen wir denn jetzt agiler werden, was ist das denn eigentlich? Und da muss ich natürlich als Agile Coach in den unterschiedlichen Gesprächen, in den unterschiedlichen Situationen natürlich auch anpassungsfähig sein und kann nicht davon ausgehen, dass jeder so gesehen den gleichen Reifegrad hat oder den gleichen Wissensstand. Als Agile Coach muss ich außerdem auch sehr viel Geduld mitbringen. Ich kann nicht von Personen verlangen, dass sie von heute auf morgen ein agiles Mindset, agile Prinzipien verstehen, verinnerlichen, akzeptieren und auch vorleben. Das kann ich nicht erwarten. Das ist ein Prozess. Genau wie eine Transformation ein Prozess ist. Ob es jetzt eine agile Transformation ist oder irgendeine Transformation, eine digitale Transformation oder. Das sind Prozesse. Das dauert. Ich kann nicht erwarten, dass das innerhalb von einer Woche, von einem Monat erledigt ist. Sondern ich muss auch immer wieder natürlich mit Widerstand rechnen. Und deswegen eben der Punkt Geduld, hier auch ein Stück weit Geduld mitzubringen, sich auch darauf einzustellen, dass man gegen eine Wand rennt, dass man hinfällt, aber dass man wieder aufsteht und weitermacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten funktioniert das Dasein als Agile Coach nicht so wirklich, weil man immer wieder gegen eine offene Wand, ja, gegen eine Wand beziehungsweise eine geschlossene Tür rennt. Weil eben nicht jeder mit offenen Armen jubelnd einem zuschreit, jawohl, wir wollen jetzt Agilität, toll, wir freuen uns darauf, darauf haben wir lange gewartet. Das ist nicht die Realität. Das heißt, Geduld mitzubringen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genauso wie Empathie. Empathie ist auch ein Punkt, der sollte nicht missachtet werden. Ich als Agile Coach sollte die Fähigkeit mitbringen, mich in andere Personen hineinzuversetzen, also zu verstehen, warum handelt diese Person jetzt so und nicht so? Warum geht die Person in dieser Situation mit anderen vielleicht auch so und so um? Also es ist wichtig, die Beweggründe auch anderer zu verstehen, damit ich als Agile Coach dann eben auch weiß, wie kann ich jetzt auf diese Person zugehen, wie kann ich jetzt mit dieser Person umgehen? Was muss ich jetzt tun? Was ist der nächste Handlungsschritt? Was kann vielleicht auch als nächstes passieren durch dieses Handeln dieser Person? Das hilft mir natürlich enorm in meinem eigenen Handeln. Wenn ich nicht verstehe, warum Personen wie agieren, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und noch ein letzter Punkt. Wie handelt ein Agile Coach? Ein Agile Coach handelt als Leader who serves. Ein Leader who serves ist ja so gesehen der dienende Anführer. Mit dem Unterschied, der Agile Coach ist jetzt kein,
Er hat jetzt keine Führungsposition in dem Sinne in sich. Also der Agile Coach ist jetzt keine disziplinarische Führungskraft. Trotzdem handelt der Agile Coach wie eine disziplinarische Führungskraft beziehungsweise wie eine agile Führungskraft handeln sollte. Das heißt, der Agile Coach schaut natürlich in der gesamten Organisation, was brauchen die einzelnen Organisationsmitglieder denn jetzt? Wie kann ich sie dabei unterstützen, den Transformationsprozess so schnell wie möglich zu besteigen, sage ich jetzt mal. Oder ich muss natürlich auch schauen, wo kann ich vielleicht Steine aus dem Weg räumen? Wie kann ich den Weg für die Transformation leichter gestalten? Also was kann ich hier tun? Wie ein Leader who serves, der eben schaut, okay, was braucht mein Team? Wie kann ich mein Team unterstützen? Macht der Agile Coach im Prinzip genau das Gleiche für die gesamte Organisation. Also wie kann ich die gesamte Organisation, jedes Organisationsmitglied daran unterstützen, den Weg der Transformation so einfach wie möglich zu gestalten. Das sind einige Dinge, nicht alle, aber einige Dinge, die wichtigen Dinge vor allem auch oder wichtigsten, die man berücksichtigen sollte in dem Handeln eines Agile Coaches. Jetzt wissen wir zwar vielleicht immer noch nicht ganz genau, was ein Agile Coach ist, beziehungsweise was ein Agile Coach zusätzlich noch mitbringen sollte. Deswegen auf der nächsten Folie geht es darum zu schauen, was sollte ein Agile Coach denn eigentlich können? Und zum einen ganz wichtig, was wir ja gesagt hatten, der Agile Coach unterstützt das gesamte Unternehmen, nicht nur einzelne Teams. Und das bedeutet, dass der Agile Coach einige agile Frameworks, Methoden, Techniken beherrschen sollte. Das hatte ich vorhin ja schon auch kurz gesagt. Also es reicht nicht, dass ich mich mit Scrum super gut auskenne. Weil nicht jedes Team in der Organisation muss nach Scrum arbeiten. Und das ist auch nicht möglich, dass jedes Team, jede Abteilung nach Scrum arbeitet. Das geht nicht. Deswegen muss ich auch verschiedenste Frameworks, verschiedenste Methoden und verschiedenste agile Techniken zur agilen Arbeit kennen. Die muss ich mir natürlich aneignen. Das heißt, auch ein Agile Coach zu werden, ist ein Prozess. Das ist nicht eine Ausbildung von, sage ich jetzt mal, 1, 2, 3 Tagen, sondern das ist ein längerer Prozess. Es ist auch sehr viel Erfahrung, die man natürlich mitbringen muss, um eben auch mal solche Techniken, Methoden ausprobieren zu können, um auch mal zu schauen, ist das wirklich das Wahre, passt das auch wirklich und in welcher Situation passt welche Technik. Zusammenarbeit ermöglichen und fördern. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Agile Coach Zusammenarbeit, also auch im Sinne von Kommunikation fördert, dass der Agile Coach weiß, wie kann ich verschiedene Abteilungen zusammenbringen, dass die auch gemeinsam die agile Transformation meistern können. Also, dass sie auch am Ende, sage ich, setze ich extra eine Anforderung, weil eine agile Transformation endet eigentlich nie, dass man aber trotzdem am Ende dazu beigetragen hat, dass alle Abteilungen so gesehen auf dem gleichen Stand sind. Dass nicht nur einzelne Teams miteinander zusammen sehr gut arbeiten können, sondern eben auch teamübergreifend, abteilungsübergreifend, organisationsübergreifend so gesehen, dass da eine gute Zusammenarbeit herrscht und das muss ich natürlich ermöglichen und fördern als Agile Coach. Und dazu benötige ich verschiedenste agile Vorgehensweisen, Techniken. Gemeinsames Verständnis schaffen. Um es zu ermöglichen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, muss ich erstmal damit beginnen, dass in der gesamten Organisation ein gemeinsames Verständnis von Agilität, von einer agilen Transformation vorhanden ist. Jeder versteht was oder versteht was Unterschiedliches häufig, wenn man den Begriff Agile in den Raum schmeißt. Und da ist es wichtig, wirklich erstmal das gemeinsame Verständnis zu schaffen und darüber hinaus auch in der gesamten Organisation abzubilden, wo steht ihr denn jetzt gerade als Organisation oder wo stehen wir jetzt gerade als Organisation und wo wollen wir denn eigentlich auch hin? Damit ich eben möglichst wenig Widerstand habe, natürlich werde ich trotzdem Widerstand haben, so ist es nicht, aber wenn ich jemandem schon mal klar sage, hier sind wir jetzt gerade und da wollen wir hin, das ist unser Ziel, das ist die Vision, dann habe ich schon etwas ermöglicht, wo man sich dran festhalten kann, woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Menschen weiterbringen oder Menschen weiterentwickeln, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ein Agile Coach können sollte. Und da fließt auch so ein bisschen wieder Empathie mit ein, weil ich eben schauen muss, wie ist der Mensch, der mir gegenübersteht, wie ist der denn jetzt eigentlich drauf? Und hat diese Person das Bedürfnis vielleicht, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden? Oder will sie weiterhin die gleichen Tätigkeiten so gesehen machen und möchte auch lieber Dinge delegiert bekommen, als selbst Entscheidungen zu treffen?
Und da muss ich natürlich so ein bisschen das empathische Gefühl wieder mitbringen und zu schauen, ist es eine Person, die vielleicht nur einen kleinen Schubser braucht, um ja selbst Entscheidungen zu treffen, der man einfach nochmal so ein bisschen den Weg vorbereitet und zu sagen, hier, sei doch mal ein bisschen selbstorganisierter, triff deine eigenen Entscheidungen, das ist völlig in Ordnung. Oder ist es vielleicht eine Person, die trotzdem noch so ein bisschen mehr an die Hand genommen werden möchte, also eher noch Aufgaben delegiert bekommen möchte. Und da muss ich natürlich schauen, dass ich da in Erfahrung bringe, wer ist bereit und wer ist auch so weit, sich weiterzubilden und wie kann ich das dann ermöglichen als Agile Coach. Das heißt, ich muss auch dahinterher sein, die einzelnen Teams beziehungsweise einzelne Personen, einzelne Organisationsmitglieder daran zu unterstützen, sich weiterentwickeln zu können. Commitment und Selbstorganisation fördern. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Agiles Arbeiten setzt Selbstorganisation, Selbstmanagement voraus. Hat auch einen bestimmten Grund, denn durch Selbstmanagement können Innovationen gefördert werden. Dadurch, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann, selbst entscheiden kann, wie ich was jetzt wann erledigen möchte, in meinem vorgegebenen oder in meinem vorgegebenen Rahmen natürlich, ermöglicht das natürlich ein bisschen flexibler auch zu sein, aber eben auch Innovationen zu ermöglichen. Und das ist eben das, was die agile Vorgehensweise so ein bisschen möchte, um eben auch zu schauen, okay, was gibt es vielleicht noch darüber hinaus, wie wir aktuell eigentlich schon vorgehen. Und damit Selbstorganisation funktioniert, muss ich als Agile Coach natürlich auch dafür sorgen, dass ein gewisses Commitment auch herrscht. Ein Commitment ist ja die Selbstverpflichtung eines Teammitglieds zum Beispiel für sein Team, dass man schaut, was muss ich alles tun oder wie verpflichte ich mich für mein Team, damit wir als Team die bestmögliche Leistung erbringen können. Und damit diese Selbstverpflichtung funktioniert, muss natürlich auch Selbstorganisation des Einzelnen funktionieren können. Und da kann ich als Agile Coach eben auch mit agilen Techniken zur Selbstorganisation zum Beispiel unterstützen, dass ich diesen Personen eben auch bestimmte Techniken mal aufzeige, sie mit ihnen übe, damit sie auch eben wissen, okay, wie kann ich mich denn jetzt eigentlich selbst organisieren? Ja, wenn es in einer agilen Transformation darum geht, agiler zu werden, ist es häufig etwas, was vielen Mitarbeitenden schwerfällt, diese Selbstorganisation selbst zu entscheiden, in einem gewissen Rahmen natürlich, wie ich wann welche Tätigkeit mache, wie ich wann welches To-Do abarbeite, so gesehen. Und da fühlt man sich natürlich dann häufig auch alleine gelassen. Und da ist es wichtig, dass ich als Agile Coach da auch einschreite und mit bestimmten Techniken die einzelnen Organisationsmitglieder zur Selbstorganisation weiterentwickeln. Und ein letzter Punkt, Konflikte als Moderator begleiten. Als Agile Coach ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich Konflikten nicht aus dem Weg gehe und auch nicht versuche, sie zu vermeiden, sondern Konflikte entstehen. Gerade wenn es darum geht, Strukturen zu verändern, Prozesse zu verändern, da entstehen Konflikte. Zwischen einzelnen Gruppen, ja, Konfliktgruppen, wenn man so möchte, zwischen einzelnen Abteilungen, aber auch natürlich zwischen einzelnen Personen. Das heißt, wir können natürlich auch immer mehrere Konfliktparteien haben. Also es müssen nicht immer nur zwei Konfliktparteien sein. Und diese Konfliktparteien können Einzelpersonen sein, können aber auch Personengruppen sein. Und da ist es wichtig, dass ich als Agile Coach diese Konflikte begleite, moderierend begleite. Das heißt, ich mische mich in den Konflikt nicht aktiv ein. Denn auch bei Konflikten, ähnlich wie beim Coaching, worauf ich gleich nochmal kurz eingehen werde, ist es so, dass der Konfliktverursacher in der Regel der Einzige ist, der auch den Konflikt lösen kann. Das heißt, selbst wenn ich mich als Agile Coach dahinstellen würde und sagen würde, so, ihr habt jetzt den und den Konflikt, um den Konflikt aufzulösen, macht ihr jetzt am besten das und das und das und das. Dann wird das vielleicht die erste Zeit auch funktionieren, aber es wird nicht nachhaltig sein, weil das sind dann Dinge, die einem vorgegeben worden sind. Und das hält meistens nur für eine kurze Zeitspanne an. Dann fällt man wieder sehr, sehr schnell in alte Verhaltensmuster zurück. Und deswegen ist es wichtig, dass ich als Agile Coach in Konflikten objektiv, neutral agiere und bei Konflikten, also in Konfliktgesprächen auch wirklich nur der Moderator bin. Und das muss ich auch offenlegen, das muss ich auch klar machen. Und dann natürlich trotzdem so ein bisschen das Gespräch lenke, aber eben mit dem Ziel, dass die Konfliktparteien selbst eine Lösung finden, wie sie den Konflikt lösen möchten. Denn dann bleibt es auch nachhaltig. Dann gibt man sich eben auch mehr Mühe, verinnerlicht auch mehr, was man vielleicht ändern muss, damit dieser Konflikt behoben werden kann, damit man zukünftig eben auch einfacher und besser gemeinsam zusammenarbeiten kann. Also wenn mir jetzt jemand sagt, so du handelst jetzt so und du handelst so, das wird nicht nachhaltig bleiben. Das wird auf Dauer wird das nicht funktionieren. Und das ist auch das, was so ein bisschen vom Coaching kommt.
Na, Agile Coach, was ist denn Coaching? Coaching heißt ja auch, beziehungsweise die Coaching-Annahme ist ja auch, dass die Lösung meinetwegen eines Problems bereits in der gecoachten Person drin liegt und ich sie als Coach nur noch hervorholen muss. Das heißt also, als Agile Coach bin ich nie derjenige, der Dinge vorgibt oder der jemandem so gesehen den Weg öffnet und sagt, so, geh da am besten lang und mach das und das und das. Weil wie gesagt, das wird nicht nachhaltig sein, sondern es ist besser, wenn die Person selbst sich seinen Weg vorbereitet und diesen Weg dann auch selbst Stück für Stück beschreitet, um sich auch dabei weiterzuentwickeln und diese Verhaltensmuster, die die Person dabei dann entwickelt, auch beizubehalten. Also das zum Agile Coach, was ein Agile Coach ist, was ein Agile Coach können sollte, wie ein Agile Coach handelt. Der Agile Coach, wie ihr jetzt gerade dann bestimmt auch schon gesehen habt, nimmt verschiedenste Rollen ein. Mal als Konfliktmanager, wenn man so möchte, Konfliktmoderator, aber eben auch als Coach, als ja, Unterstützer, Facilitator. Und dazu hier einfach nochmal als Übersicht das Agile Coach-Rad, wenn man so möchte. Denn der Agile Coach nimmt verschiedene Rollen ein, je nach Situation. Der Agile Coach ist zum einen Visionär. Visionär heißt natürlich, den Soll-Ist-Zustand auch zu analysieren. Also das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, aufzuzeigen, wo steht das Unternehmen oder die Organisation, um es allgemeiner zu machen, denn jetzt gerade und wo soll es denn eigentlich hingehen? Und da natürlich auch schon das visionäre Denken mitzubringen, was könnte alles auf diesem Weg eigentlich passieren? Mit welchen Widerständen muss ich zum Beispiel rechnen? Dann bin ich als Agile Coach natürlich auch Coach. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, das Prinzip, dass der Agile Coach Hilfe zur Selbsthilfe gibt, andere dabei unterstützt, selbst eine Lösung zu entwickeln, dann natürlich auch sehr lösungsorientiert handelt. Als Agile Coach bin ich aber auch Experte. Das heißt, ich stehe natürlich mit meinem fachlichen Know-how, mit meiner Expertise der Organisation zur Seite und lasse natürlich auch meine Erfahrungen mit einfließen, mein Wissen mit einfließen, aber eher indirekt. Ich bin Facilitator, Ermöglicher, ne, ich fördere den Fokus, ich schaue darauf, dass Kommunikation, Zusammenarbeit funktioniert, übernehme Moderation, wie zum Beispiel in Konfliktgesprächen, aber auch grundsätzlich in Gesprächen, wo es vielleicht vor allem dann um das Thema agile Transformation geht, dass ich da so ein bisschen als Moderator vor allem auch tätig bin. Ich bin aber auch Trainer. Das heißt, ich lehre natürlich auch agile Ansätze als Agile Coach. Wenn ich jetzt in eine Organisation reinkomme, wo man vielleicht noch nicht viel von Agilität gehört hat, sondern nur, ja, Scrum, Kanban, ja, Design Thinking haben wir auch schon mal gehört, aber was das ist, wissen wir eigentlich nicht. Da muss ich als Agile Coach natürlich auch so ein bisschen die lehrende Funktion einnehmen und auch näher bringen, was ist das jetzt eigentlich für ein Framework, wie funktioniert das, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ich bin aber auch Change Agent, ne, insbesondere wenn es natürlich um die agile Transformation geht. Das heißt, ich implementiere bestimmte Veränderungsprozesse. Ich schaue natürlich auch, dass die gesamte Organisation in diesem Prozess standhaft bleiben kann und überlege mir auch, okay, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wie gehen wir jetzt vor? Was müssen wir berücksichtigen? Ich bin aber auch Mentor. Mentor heißt ja, mit Rat und Tat jemandem zur Seite stehen, also mit meinen eigenen Erfahrungen natürlich auch jemandem zur Seite stehen. Das mache ich natürlich als Agile Coach. Ich bin natürlich trotzdem neutral und objektiv und nehme keine subjektive Haltung ein, aber trotzdem habe ich als Agile Coach oder sollte ich als Agile Coach natürlich auch ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen, damit ich eben auch sagen kann, okay, hier in der Organisation funktioniert das und das jetzt nicht. Wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Ja, und kann dann natürlich auch Empfehlungen aussprechen. Und das nicht nur für eine gesamte Gruppe oder Organisation oder Abteilung, sondern natürlich auch für Einzelpersonen, dass ich hier auch so ein bisschen schon Tacken mehr subjektiv, vorsichtig ausgedrückt, jemandem zur Seite stehen kann, aber trotzdem natürlich immer vorerst schauen sollte, schafft die Person es nicht selbst einen Weg für sich vorzubereiten, den sie dann beschreiten kann. Und die letzte Rolle oder der letzte Aspekt eines Agile Coaches, Lean Agile Leader, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich übernehme eine agile Führungsrolle, aber bin nicht disziplinarisch Führungskraft oder führend verantwortlich für ein Team oder sonstiges, sondern ich handle eben wie ein Agile Leader. Das heißt, dass ich Menschen weiterbringen möchte, weiterentwickeln möchte. Ich manage natürlich auch gewisse Strukturen, aber wie gesagt, keine Menschen. Also ich bin nicht disziplinarisch irgendwie tätig, sondern es geht wirklich darum, das Mindset eines Agile Leaders zu haben.
Ich möchte einzelne Personen, ich möchte einzelne Teams, einzelne Abteilungen, ich möchte eigentlich die gesamte Organisation weiterentwickeln und weiterbringen. Das zum Agile Coach. Wie kann ich das denn jetzt werden? Wie kann ich jetzt ein Agile Coach werden? Welche Möglichkeiten gibt es mir, all diese Kompetenzen, dieses Know-how anzueignen? Dazu einmal dieses Bildchen hier. Man kennt ja den Spruch, alle Wege führen nach Rom. Und ich habe mich für dieses Bild entschieden, um wirklich nochmal deutlich zu machen, dass es nicht den einen Weg gibt, um Agile Coach zu werden. Es gibt nicht die eine Agile Coach Ausbildung. Es gibt natürlich jetzt auch nicht alle Wege oder nicht alle Wege führen zu einem Agile Coach, aber eben mehrere Wege führen zu einem Agile Coach. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ein Agile Coach zu werden. Und deswegen möchte ich hier jetzt einmal die Situation nutzen, um eben aufzuzeigen, wie wir uns bei der Serview den Weg des Agile Coaches oder der Agile Coach Ausbildung gedacht haben, wie unsere Serview Certified Agile Coach Ausbildung aussieht. Ich hatte es schon gesagt, wir haben das Ganze in drei Module aufgeteilt. Die decke ich jetzt einmal nochmal kurz auf. Modul 1, Scrum Master 1 und Product Owner 1, wo auch anschließend dann eben an dieses Training, an dieses Modul eine Zertifizierung beziehungsweise zwei Zertifizierungen gemacht werden können. Modul 2, der Scrum Master 2, auch wieder mit anschließender Zertifizierung und eben Modul 3, die Agile Coach Ausbildung, die dann eben auch nochmal Serview Certified ist, dass man hier auch eben nochmal ein Zertifikat sich abholen kann. Und so ein bisschen zum Hintergrund, warum wir das in drei Module gepackt haben, nachdem ich dann auf die drei Module ein bisschen genauer eingehen werde, beziehungsweise bevor ich auf die drei Module genauer eingehen werde. Und zwar ist die Agile Coach Ausbildung nicht nur für erfahrene oder komplett unerfahrene Personen gedacht, sondern es geht darum, dass wir mit diesen drei Modulen jeden so gesehen abholen möchten, da wo er oder sie sich gerade befindet. Also wenn ich jetzt jemand bin, der schon in der Scrum-Entwicklung, in der Scrum-Produktentwicklung tätig ist, vielleicht als Scrum Master, als Product Owner von mir aus auch 3, 4 Jahre tätig war, Scrum kennt, die agile Vorgehensweise somit auch kennen sollte, das setze ich dann natürlich voraus, muss diese Person nicht nochmal mit einem Grundlagen-Scrum-Kurs anfangen. Das wäre nicht unbedingt notwendig. Wo diese Person dann aber anfangen könnte, wäre zum einen zum Beispiel eben das Modul 2 hier anzusetzen beim Scrum Master 2, je nachdem wie eben die Vorkenntnis, wie stark oder wie groß die Erfahrungen sind als Scrum Master zum Beispiel. Das heißt, hier dann eben nochmal mehr auf das Zwischenmenschliche auch einzugehen und hier auch eben zu schauen, okay, wie kann ich als Scrum Master denn jetzt wirklich gut agieren? Was kann ich denn eigentlich so machen? Um einfach nochmal mehr Expertise, sage ich mal, zu bekommen. Und dann könnte man sich eben dafür entscheiden, danach eben dann noch den Agile Coach zu machen, also hier über das Scrum Framework rauszuschauen und sich nochmal andere Frameworks auch ein bisschen näher zu bringen, sage ich jetzt mal, und auch nochmal bestimmte Techniken kennenzulernen, die in einem Scrum-Kontext möglicherweise noch nicht benötigt werden. Aber eben auch umgekehrt für Personen, die noch nicht so erfahren sind, noch nicht viel mit Agilität zu tun haben, das ist kein Problem. Die starten dann einfach hier mit dem Modul 1, lernen erstmal die Grundlagen von Scrum kennen, lernen aber auch hier erstmal die Grundlagen von Agilität kennen, um sich dann darauf aufbauen, Stück für Stück weiterzuentwickeln. Und jeder in dem Tempo, wie er möchte. Also es geht nicht darum, dass ich Modul 1, 2 und 3 innerhalb von 3 Monaten dann absolviert habe. Nein, sondern jeder, wie er möchte. Ich kann mir natürlich erstmal die ganze Theorie aneignen. Ich kann aber auch erstmal sagen, ich mache erstmal Modul 1. Dann orientiere ich mich erstmal so ein bisschen in einem Scrum-Team, sammle ein bisschen Erfahrung, mache dann das Modul 2, sammle hier auch wieder ein bisschen Erfahrung, versuche das, was ich aus dem Training mitgenommen habe, in die Praxis umzusetzen und stürze mich dann so gesehen auf Modul 3. Also das ist jedem überlassen und jedes Modul, muss man natürlich auch dazu sagen, ist ortsunabhängig durchführbar. Das heißt, jedes Modul kann sowohl Präsenz, aber auch online durchgeführt werden. Und damit ihr wisst, was in den einzelnen Modulen ganz genau auf euch zukommen könnte, wenn ihr daran Interesse habt, schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an. Und zwar das Modul 1, Scrum Master 1 und Product Owner 1. Scrum hatten wir gesagt, ist so gesehen der perfekte Startschuss für Agile. In der Produktentwicklung muss man natürlich dazu sagen. Nicht für Projekte geeignet, aber in der Produktentwicklung. Und das ist ein guter Startschuss, weil ich sollte als Agile Coach natürlich einige agile Frameworks beherrschen. Und dadurch, dass Scrum zum einen, wie gesagt, das Framework schlechthin ist, was sehr, sehr häufig angewendet wird in agilen Umgebungen, ist es natürlich ein Vorteil, das zu kennen.
Aber eben auch, weil insbesondere bei uns in dem Modul nicht nur das Framework fokussiert wird, sondern wir auch hier mit dem agilen Mindset starten. Also auch nochmal gegenüberstellen, was ist denn eigentlich Agilität? Wie funktioniert Agilität? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sind eigentlich die agilen Prinzipien? Was ist das agile Mindset? Also die agilen Prinzipien werden hier näher angeschaut, wie zum Beispiel inkrementelle Lieferungen, aber auch das kundenzentrierte Arbeiten, dass man eben kontinuierlich den Kunden auch mit einbindet, transparent gegenüber dem Kunden ist. Dann eben das agile Mindset, wie zum Beispiel die damit einhergehenden Werte, wie zum Beispiel Zusammenarbeit. Also warum ist Zusammenarbeit denn eigentlich so wichtig? Könnte nicht jedes Team einfach für sich arbeiten? Dass man also auch schaut, ja, dass man verantwortlich auch als Team ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit einhergeht natürlich auch wieder Selbstorganisation, Selbstverpflichtung, auch Commitment, um eben diese Verantwortung als Team auch wirklich zu verstehen. Jeder in einem Team hat eine bestimmte Verantwortlichkeit. Wir sind aber auch gemeinsam oder gemeinsam verantwortlich im Team. Nicht jemand Einzelnes muss komplett alleine Verantwortung tragen. Und eben auch, wie gesagt, Selbstorganisation, das selbstorganisierte Arbeiten, Servant Leadership als Scrum Master, das sind natürlich auch so Dinge, die ich hier in dem ersten Modul mir aneignen kann, lernen kann, auch verinnerlichen kann, weil ich hier eben auch lerne und verstehe, warum ist es denn eigentlich wichtig, als Servant Leader zu arbeiten, also als jemand, der schaut, was braucht denn mein Team, anstatt stumpf nach unten zu delegieren. Es geht ja darum, dass sich die Mitarbeitenden auch besser entfalten können, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, dass auch eigene Entscheidungen getroffen werden können. Und darin unterstütze ich natürlich als Scrum Master insbesondere das gesamte Team, eben zu schauen, dass auch Selbstorganisation vorhanden sein kann. Und dafür lerne ich natürlich dann auch im ersten Modul schon erste agile Techniken kennen, erste agile Vorgehensweisen. Und wie man gerade sicherlich auch schon gemerkt hat, der Fokus bei dem Modul 1 liegt auf dem einzelnen Team. Das heißt, ich beschäftige mich ja hier insbesondere natürlich auch mit der Scrum Master Rolle, daneben auch mit der Product Owner Rolle. Aber auf dem Weg zum Agile Coach interessiert mich die Scrum Master Rolle natürlich ein bisschen mehr. Weil der Scrum Master ist ja derjenige, der das Team so ein bisschen unterstützt, der schaut, dass das Team gut arbeiten kann, der schaut, dass auch das Framework verstanden wird, dass die Prozesse verstanden werden und schaut aber wirklich nur auf das Team. Also da liegt der Fokus drauf, sagen wir mal so. Das heißt, ein Scrum Master kümmert sich nicht um die gesamte Organisation wie ein Agile Coach, sondern ein Scrum Master kümmert sich darum, dass es seinem Team gut geht. Und um auf die Rahmenbedingungen des Moduls nochmal kurz einzugehen, das Modul 1 ist in der Regel 3 Tage lang, enthält auch kleine Übungen, also nicht nur Input, sondern auch kleine Übungen und auch eine circa einstündige Scrum-Simulation, die man dann am Ende des ersten Tages so gesehen machen kann, um auch wirklich zu schauen, habe ich Scrum jetzt als Framework verstanden? Und um eben auch das Erlernte direkt anzuwenden. Das also zu Modul 1. Wenn man sich also jetzt die Grundlagen angeeignet hat von Scrum, aber auch das agile Mindset, agile Prinzipien und das auch schon verinnerlicht hat, dann kann man mit Modul 2 weitermachen, also Scrum Master 2. Da liegt der Fokus auf der zwischenmenschlichen Ebene innerhalb eines Teams. Und da geht es also darum, dass ich als Scrum Master das agile Mindset wirklich nochmal verinnerliche, aber auch lerne mit diesem Modul 2 das agile Mindset vorzuleben. Weil ich habe als Scrum Master natürlich auch für mein Team eine gewisse Vorbildfunktion. Und wenn ich Dinge wie Selbstorganisation, Commitment selber nicht vorlebe, dann wird das oder werden das die restlichen Teammitglieder auch nicht machen. Und es geht hier darum, seine bisherige Kompetenz weiterzuentwickeln, also das Ganze aus einer anderen Perspektive auch so ein bisschen zu betrachten, die Entscheidungsfindung so ein bisschen nachhaltiger auch zu gestalten und auch flexibler auf Umgebungsveränderungen zu reagieren. Umgebungsveränderungen auch innerhalb des Teams, also auch zu schauen, okay, wenn hier jetzt sich irgendwie in meinem Team was verändert, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen? Und es bedeutet, dass ich hier zum einen auch nochmal lerne, Facilitation, also Moderation, Organisation, zum Beispiel mit Hilfe von Liberating Structures. Liberating Structures ist eine Art, um in einem Team bestimmte Ergebnisse zu erzielen, bestimmte Ergebnisse zu erarbeiten. Dass man bestimmte Teamkonstellationen, sage ich jetzt mal, macht, bestimmte Vorgehensweisen innerhalb eines Teams, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten oder eben auch, um einfach mal Ideen zu sammeln. Konflikte begleiten
ist natürlich auch so ein Punkt, den man insbesondere hier in dem Modul 2 lernt. Man lernt, welche Konfliktstufen es gibt, wie sich ein Konflikt zusammenbraut und wie man entsprechend bei einer bestimmten Konfliktstufe als Konfliktmoderator zum Beispiel reagieren sollte. Das ist etwas, was ein Scrum Master unbedingt auch können sollte, denn es werden auch innerhalb des Scrum Teams Konflikte auftauchen. Coaching-Techniken, auch als Fokus dieses Moduls, denn man ist als Scrum Master ja auch ein Coach. Also man muss natürlich auch schauen, viele oder einige haben natürlich Problematiken oder stehen vor Herausforderungen, es müssen nicht mal Probleme sein, und diese Herausforderungen müssen ja irgendwie überschritten werden, gelöst werden. Da geht es auch wieder darum, nicht einer Person die Lösung vorzugeben, sondern die Person dazu zu bringen, in Coaching, Gesprächen, Coaching-Prozessen die Lösung selbst zu erarbeiten. Und dazu muss man natürlich bestimmte Coaching-Techniken können. Und die werden hier im Modul 2 näher gebracht, wie zum Beispiel aktives Zuhören, bestimmte Fragetechniken, bestimmte Frageformen, mit denen ich eben den Coach hier, also die coachende Person dazu bringen kann, selbst eine Lösung zu erarbeiten. Und ein wichtiger Punkt natürlich noch Auswirkungen von Change-Prozessen auf das Team. Also, dass ich hier auch schon mal ein bisschen das Ganze weiterführen kann und eben auch schauen kann, naja, was mache ich denn eigentlich oder was passiert mit meinem Team, wenn sich das gesamte Unternehmen verändert? Wie wirkt sich das auf mein Team aus? Und welche einzelnen Entwicklungsphasen, welche einzelnen Reifegrade gibt es denn da? Und wie kann ich als Scrum Master jetzt meine einzelnen Teammitglieder auch darin unterstützen, diesen Change-Prozess zu überleben, hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber so gut es geht zu meistern. Und der Fokus auch hier liegt natürlich wieder auf dem Team, aber auch auf der Umgebung. Denn die Umgebung hat natürlich auch Auswirkungen auf das Miteinander beziehungsweise grundsätzlich auf mein Team. Und das heißt, ich schaue nicht nur mit Scheuklappen auf mein Team, sondern ich schaue natürlich auch so ein bisschen auf das, was drumherum passiert. Und als Scrum Master kann ich natürlich auch mehrere Teams betreuen, das geht auch. Ich habe es jetzt nur immer als Singular genannt, um es ein bisschen einfacher natürlich in Erklärung zu machen und um auch wirklich nochmal darauf hinzuweisen, der Scrum Master ist nicht wie der Agile Coach jemand, der die gesamte Organisation in einer agilen Transformation begleitet, sondern innerhalb einer agilen Transformation zum Beispiel ist der Scrum Master derjenige, der wirklich auf sein Team auch achten sollte, aber dann natürlich auch die Organisation beachten muss. Und ein wichtiger Punkt auch noch, ein Scrum Master besteht natürlich nicht nur dann, beziehungsweise die Rolle besteht dann natürlich nicht nur dann, wenn ein Unternehmen sich umstrukturiert, sondern eben, wenn in einem Unternehmen nach Scrum gearbeitet wird. Dann brauchen wir einen Scrum Master, der das Scrum-Team unterstützt. Zum Trainingsablauf oder Modulablauf für das Modul 2. Das Modul ist 2 Tage lang und es ist sehr interaktiv. Also es ist ja auch so, man lernt jetzt nichts mehr Neues über Scrum, das hat man ja vorher im Modul 1 getan, das ist die Grundlagen von Scrum anzueignen, also da kommt jetzt nichts Neues bezüglich des Frameworks hinzu, sondern es geht eher darum, wirklich die zwischenmenschliche Komponente wahrzunehmen. Und das heißt, das Training ist wirklich sehr, sehr interaktiv aufgebaut, das Training lebt so gesehen oder dieses Modul lebt so gesehen von den Teilnehmenden, denn vieles wird in Gruppen gemeinsam erarbeitet, es geht viel um den Austausch von Erfahrungen. Und es werden natürlich gezielt dann Impulse von dem Trainer, der dieses Modul hier dann so gesehen leitet, natürlich noch unterstützt. Und auch hier, genau wie Modul 1, Modul 2 ist auch sowohl online als auch Präsenz möglich. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, wie soll das denn jetzt online funktionieren, wenn es sehr interaktiv ist, wenn es so gesehen von den Teilnehmern, von dem Austausch lebt, man kann natürlich auch Online-Tools nutzen und zum Beispiel Gruppenräume erstellen. Dass man mit Breakout-Sessions arbeitet, dass kleinere Teams einzelne Dinge gemeinsam erarbeiten und auch die Dokumentation funktioniert online. Da arbeiten wir zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Concept Board, dass eben auch Dinge gemeinsam über Concept Board erarbeitet werden, dass eben auch ihr möglicherweise auch ihr, wenn ihr gerne an diesem Modul teilnehmen möchtet, ihr selbst auch Dinge erarbeiten könnt, ohne dass jetzt der Trainer so gesehen das Ganze wirklich vorgibt. Also die Teilnehmenden gestalten so gesehen das Training selbst. Es ist aber natürlich moderiertes Training. Und zu guter Letzt noch das Modul 3. Darum geht es ja überwiegend hier in diesem Vortrag. Das Modul 3 der Agile Coach. Wenn ich also Erfahrung gesammelt habe, nicht nur im besten Fall natürlich mit dem Scrum Framework, sondern auch schon andere Frameworks, kennengelernt habe, auch Erfahrungen damit habe, wie zum Beispiel Kanban oder auch einzelne agile Techniken
Na, wie zum Beispiel, wenn es auch darum geht, eine Stakeholder-Analyse zu machen, gibt es agile Techniken, wie zum Beispiel Empathy Maps zu erstellen oder Personas auch zu erstellen. Sowas sollte ich natürlich kennen. Und wenn ich dieses Wissen schon habe, wenn ich diese Erfahrung schon mitbringe und aber jetzt mein Wissen, mein Know-how raus aus einzelnen Teams hin auf die gesamte Organisation übertragen möchte, dann ist man hier bei dem Modul 3 natürlich genau richtig. Denn hier geht es auch natürlich wieder darum, das agile Mindset vorzuleben, vermitteln zu können, aber eben in der gesamten Organisation und insbesondere vor allem, und das ist der entscheidende Unterschied, zum Beispiel zwischen einem Scrum Master und einem Agile Coach, insbesondere eben auch auf der höheren Management-Ebene, also bei den Führungskräften zum Beispiel. Es geht um die Unterstützung der gesamten Organisation über die Teams hinaus. Wie gesagt, der Scrum Master unterstützt natürlich auch die Organisation, schon so ein bisschen das agile Mindset kennenzulernen etc., aber der Fokus liegt immer bei seinem Team oder seinen Teams. Beim Agile Coach liegt der Fokus wirklich auf der gesamten Organisation und da wird keiner irgendwie bevorzugt. Und es geht vor allem darum, kennenzulernen, wie ich als Agile Coach agile Transformation aktiv begleiten kann. Es geht darum zu schauen, wie ich eine organisationsübergreifende Kommunikation sicherstellen kann. Wie ich vorhin schon gemeint hatte, eben auch abteilungsübergreifend, nicht nur innerhalb eines Teams, sondern auch wirklich schauen kann, wie funktioniert die Kommunikation im gesamten Unternehmen, wie schaffen wir es im gesamten Unternehmen transparent zu sein, dass Abteilung X weiß, was Abteilung Y macht, etc. Empowerment von Mitarbeitenden, auch als Fokusthema innerhalb dieses Moduls, dass es eben auch darum geht, aufzuzeigen, warum ist Empowerment eigentlich wichtig? Also warum sollten Mitarbeitende befähigt werden, selbst Dinge oder selbst auch Entscheidungen zu treffen? Das heißt also, ich zeige hier nicht nur auf, wie funktioniert das, sondern eben auch, warum ist es eigentlich so wichtig? Und das sollte ich als Agile Coach wissen und ich sollte als Agile Coach auch wissen, wie ich das dann natürlich auch dem höheren Management verkaufen kann, in Anführungszeichen, dass Selbstorganisation, also Empowerment überhaupt möglich ist. Und der Punkt, den ich gerade genannt hatte, der entscheidend ist, Führungskräfte-Coaching. Ich als Agile-Coach muss natürlich auch, und das hängt mit dem vorherigen Punkt zusammen, damit Selbstorganisation funktioniert, muss ich natürlich auch die jeweiligen Führungskräfte darin coachen, Selbstorganisation überhaupt möglich lassen, entstehen zu lassen, möglich werden zu lassen. Das heißt, ich werde auch intensiv mich mit Führungskräften natürlich auch auseinandersetzen und hier auch Coaching-Prozesse anwenden. Weil gerade bei einer agilen Transformation ist es natürlich schwierig, Verantwortung vor allem auch oder zu lernen, Verantwortung abzugeben. Und dabei geht es ja um Selbstorganisation, also auch Entscheidungsbefugnisse, Verantwortung abzugeben an das Team selbst, damit die Teams eben auch selbstorganisiert Entscheidungen treffen können, um eben flexibler agieren zu können, um aber auch, wie gesagt, Innovation zu ermöglichen und vielleicht ganz neue Handlungsmuster herauszubilden. Und da ist natürlich wichtig, dass auch die Führungskräfte da mitmachen. Wenn ich mich als Führungskraft querstelle, weil ich überall in den CC mitgenommen werde, weil ich überall die Entscheidung treffen möchte, weil ich überall die Unterschrift drunter setzen möchte, dann funktioniert Selbstorganisation natürlich nicht. Und das ist etwas, was ich als Agile Coach insbesondere eben hier auf dieser Ebene mitteilen muss. Und wie gesagt, der Fokus liegt auf der gesamten Organisation. Das heißt, und deswegen auch nicht umsonst dieses Figürchen hier im Sinne des agilen Superheldens. Ich muss auf die gesamte Organisation achten. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr komplex. Je nachdem, wie groß natürlich vor allem auch eine Organisation ist, sind in diesem Prozess sehr, sehr viele Menschen beteiligt. Jeder hat einen unterschiedlichen Wissensstand bezüglich Agilität. Jeder hat einen unterschiedlichen Reifegrad hinsichtlich dessen, inwieweit sich jeder Einzelne mit diesem Change, mit der Veränderung der eigentlichen Prozesse auseinandergesetzt hat. Und da muss ich natürlich auf verschiedensten Ebenen mit verschiedensten Personen, verschiedensten Persönlichkeiten wissen, wie ich da vorgehen kann, wie ich vorgehen muss und wie ich mich eben auch als Agile Coach präsentiere, um auch natürlich Vertrauen zu gewinnen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr herausfordernde, aber auch natürlich spannende Rolle. Und zum Modul 3, die Rahmenbedingungen, wie das abläuft, das ist ein 5-tägiger Workshop, also auch sehr interaktiv. Und zwar geht es darum, anhand eines sehr realitätsnahen Szenarios herauszufinden, wie man als Agile Coach handeln kann. Das heißt, es gibt verschiedene Übungen, die sich auf dieses Szenario beziehen, in denen die einzelnen Teilnehmer dieses Workshops dann eben lernen, okay, wie gehe ich jetzt mit der und der Situation um? Was muss ich tun, wenn ich in der und der Situation bin und
ich die und die Person habe, die ich mitnehmen muss, so gesehen, oder abholen muss. Das heißt, auch hier dieser Workshop lebt wieder von den Teilnehmenden. Es wird sehr, sehr viel in Gruppen bearbeitet, aber natürlich auch wieder mit gezieltem Input eines Trainers unterstützt. Es werden auch zum Beispiel Rollenspiele gemacht. Das heißt, dass man auch zum Beispiel auch Konfliktsituationen nachstellt, aber auch insbesondere Empowerment, auch Rollen einnimmt, einer Führungskraft, aber auch Rollen zum Beispiel eines Mitarbeitens, wo man wirklich in einem kleinen Sketch so gesehen gegeneinander in Anführungszeichen antritt und so ein bisschen argumentieren muss, warum ist Empowerment gut, warum ist es vielleicht schlecht, was sind die Vor- und Nachteile. Aber auch Rollenspiele, wo einzelne Teilnehmer in die Rolle eines Agile Coach schlüpfen müssen, um hier so gesehen das Erlernte auch direkt anzuwenden. Also es ist sehr, sehr interaktiv und tatsächlich auch sehr, ja, sehr lehrreich auf jeden Fall, aber es macht natürlich trotzdem sehr, sehr viel Spaß, weil man eben auch in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen kann und sich natürlich auch mit den anderen wieder sehr, sehr gut austauschen kann und auch über verschiedenste Situationen, die man eben schon durchlebt hat, auch sprechen kann und sich austauschen kann. Und auch hier besteht natürlich wieder die Möglichkeit, das Ganze sowohl online zu machen, aber auch Präsenz. Online, genau wie beim Scrum Master 2 eben auch, wenn man eine größere Gruppe hat, dass man eben auch in kleineren Gruppen durch Breakout-Sessions natürlich arbeiten kann und dass die Dinge auch wieder gemeinsam auf Concept-Boards zum Beispiel dokumentiert werden, sodass jeder auch wirklich aktiv an der Entwicklung, sage ich mal, dieses Workshops, also an der, ja, an der Entwicklung des Ziels des Workshops, sagen wir mal so, beteiligt ist und auch wirklich das Gefühl hat, Teil des Ganzen zu sein. Und der Gedanke dahinter ist natürlich auch einfach, es nachhaltig zu machen, dass man auch eben möglichst viel von diesem Workshop mitnimmt. Und so sieht die Agile Coach Ausbildung bei uns bei der Serve You aus. Wenn es Fragen dazu gibt, habt ihr gleich natürlich jetzt nach meinem Vortrag die Möglichkeit, diese zu stellen. Dann werden die euch sicherlich noch beantwortet. Ansonsten werden euch Fragen auch per Mail beantwortet. Und dann würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal sagen, danke fürs Zuhören. Vielleicht sieht man sich ja tatsächlich bei der Agile Coach Ausbildung. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Überblick dazu geben konnte, was ein Agile Coach ist, wie man an diesen, ja, an diese Rolle, sage ich jetzt mal, auf, sich auf diesen Weg vorbereiten kann. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So viel zum Agile Coach und was wir uns so da vorstellen, was er eigentlich können sollte, was denn dahinter steckt und welche, ja, welchen Kompetenzaufbau wir hier empfehlen. Ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben. Wenn Sie noch Fragen haben, immer raus damit. Wenn Sie sich vielleicht nicht ganz sicher sind, auf welcher Stufe Sie da vielleicht einsteigen sollen, gemäht mit Ihrer persönlichen Erfahrung, melden Sie sich einfach bei uns. Wir tun Sie da gerne beraten und Ihnen dabei helfen, das Richtige auszuwählen. Es ist immer so, im Training festzustellen, dass man vielleicht im falschen Training sitzt. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns vielleicht gleich noch in der Head-to-Head-Session zum Thema Service Desk der Zukunft oder ansonsten sicherlich morgen wieder in den, im weiteren Programm. Bis denn, tschüss!